Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich zum Ausdruck bringen, dass sich gestern etwas ganz Schreckliches ereignet hat. Ich bin in meinen Gedanken, mit meinen Gedanken bei den Opfern der Taten des gestrigen Tages. Zwei junge Menschen haben ihr Leben verloren, 5 weitere Personen sind verletzt worden. Das macht mich zutiefst betroffen. Zudem gilt mein ausdrücklicher Dank in diesen Momenten allen Menschen, die gestern, heute und in den nächsten Tagen an jeder Stelle Hilfe geleistet haben und für Aufklärung der gestrigen Ereignisse sorgen. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie alle darum, Vermutungen und Spekulationen, die derzeit kolportiert werden, keinen Raum zu geben. Ich habe heute Morgen schon gesagt, dass auch ich viele Fragen habe. Einige der Fragen konnten wir zwischenzeitlich beantworten. Andere Fragen können wir erst zu einem späteren Zeitpunkt beantworten. Ich bitte um Ihr Verständnis. Aufgrund des sehr dynamischen Tatverlaufs ist immer noch sehr vieles unklar. Alle Beteiligten werden wir Sie selbstverständlich weiter informieren, sobald es neue gesicherte Erkenntnisse gibt. Ich möchte zudem ausdrücklich sagen, dass die Taten noch zu frisch sind und die Erkenntnisse noch nicht ausreichen, um bereits heute politische Schlussfolgerungen anzustellen oder Forderungen aufzustellen. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass wir alles tun werden, um diese schreckliche Tat aufzuklären und dann daraus die nötigen Lehren zu ziehen. Sie erwarten von mir zu Recht, dass ich Ihnen nun Fakten liefere, die wirklich bestätigt sind, und das will ich auch gerne tun. Wir betrauern, wie gesagt, 2 Tote, eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen aus der Region. Die beiden jungen Leute kannten sich. Ihre Angehörigen wurden über diese schreckliche Nachricht informiert. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus Rücksicht auf die Angehörigen weitere Details nicht bestätigen kann. 2 weitere Menschen sind lebensgefährlich verletzt, 3 weitere schwer. Derzeit sind noch 3 Personen im Krankenhaus. Wir hoffen auf baldige Genesung und wünschen Ihnen vor allen Dingen vollständige Genesung. Es konnten leider noch nicht alle Angehörigen erreicht werden, deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich auch hier keine weiteren Details nenne. Der Täter selbst wurde bei seiner Festnahme leicht verletzt, beziehungsweise er war leicht versetzt. Er wurde nicht bei der Festnahme versetzt, er war leicht verletzt. Er wurde behandelt und ist derzeit im Polizeigewahrsam. Ergebnisse einer Vernehmung gibt es noch nicht, sodass wir über Motive nach wie vor nicht sagen können. Er soll noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Erkenntnisse zu Verletzten gibt es nicht, sodass wir die zunächst genannte Zahl von 7 von Gästen, die wir gestern genannt haben, plus den Täter korrigieren müssen, so wie ich das eben gemacht habe. Im Bahnhof gab es beim Eintreffen der Polizei eine unübersichtliche Lage. Gegenüber der Polizei hat der Täter bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Nach ersten Anhörungen von bisher 24 Zeugen wurde der Täter im Zug überwältigt. Wie ihm die Verletzungen zugeführt wurden, ist noch unklar. Der Zug wurde dann gesichert. In 4 Waggons wurden Blutspuren gesichert. Der Täter ist ein 33 Jahre alter, staatenloser Palästinenser, Ibrahim A. Er war von Juli bis November 2021 in Kiel gemeldet, weshalb er auch bei der Ausländerbehörde Kiel geführt wird. Herr Zierau ist auch deshalb heute hier. In Schleswig-Holstein gibt es zu ihm keine polizeiliche Kriminalakte. Die schleswig-holsteinische Polizei hat zu ihm jedoch 2 Einsatzberichte, einen wegen einer Streitigkeit, einen wegen Ladendiebstahls. Ibrahim A. ist 2014 eingereist, seit 2015 in Nordrhein-Westfalen und Hamburg mehrfach straffällig geworden, unter anderem wegen Gewaltdelikten. Zudem ist bekannt, dass er zuletzt am 19.01. aus einer Haft im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung in Bilwerda entlassen wurde. Die Verfahren sind in Hamburg geführt worden.